Danke, Lydia. Echt danke. So, zumindest geht das jetzt. Ja, dann nehmen wir die Erze auch mit. Das ist okay. Ich weiß gar nicht, ob die wiederkommen. Daneben ist noch eins. Oder auch nicht. Das würde ich halt gerne mal wissen, ob die wiederkommen oder nicht wiederkommen. Es gab ja diese eine Höhle, die so super war. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo die war. Da will ich hin. Da müsste ich eigentlich mal reingehen und gucken. Da ist auch eine Höhle. Was ist das hier? Das ist nichts, ne? Da ist aber nochmal Erz. Das nehmen wir auch noch mit. Wir nehmen, was wir kriegen können. So. Nochmal dieses schöne Erz. Leider gibt es keine andere Kamera oder so. Das wäre cool, wenn es ein bisschen mehr Perspektive geben würde. Aber wir müssen halt damit Vorlieb nehmen. Bug, okay. So, und hier wollte ich jetzt gucken. Was haben wir hier? Lydia! Ja! Und bitte die Seele. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Oh. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Wir nehmen es mal mit. Oh. Okay, okay. Aber warum ist hier eine Truhe? Das weiß man nicht. Amethyst, ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich nicht. Hallo, mein Lieber. Wir nehmen sie mal mit. Der Bogen ist, wir können ihn mitnehmen verkaufen. Lockpick ist immer gut. Das ist gut. Das ist nicht so gut. Oh, ja, 55 für 2 Kilo ist okay. So. Das klettert nur Gold. Pferdefleisch. Okay. Ziegenbein. Der Bär hat sich's gut gehen lassen, oder? Hängemoos und den nehmen wir auch mal mit. Wer oder was bist du? Ein Geldbeutel auch noch. Ja, also der Bär hat sich's echt gut gehen lassen hier. Was haben wir denn hier noch? Felle. Der Bär hat Felle gesammelt. Ich glaube eher, das ist so eine menschliche Geschichte hier. Hier waren eher Menschen. Also wahrscheinlich war der da hier. Und ich dachte eine Krone auf. Und das ist dann hier so geendet. Mit dem Bär, der hier eingezogen ist. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, ansonsten ist jetzt nichts weiter. Da würde ich sagen, düsen wir weiter. Wir gucken mal. Das haben wir auch. Und jetzt müssten wir eigentlich geradeaus, ne? Ich will ja da hinten hin. Es tut mir leid, das ist ein Schmetterling. Ich kann nicht widerstehen. Na komm her, mein Gaul. Es geht schon weiter. So, da hinten wollten wir irgendwo hin. Ich gucke mal, ob wir irgendwelche Erze oder sowas sehen. Die Pflanzen sammle ich jetzt mal nicht. Ich kann ja nicht wegen jeder Pflanze absteigen. Okay. Da will ich hin und da ist die Höhle. Und was ist hier? Ah.
Ah. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sollte... auf jeden Fall... Ja, wir haben ein Tankpferd. Ist klar zu erkennen. Also müssen wir nicht diskutieren. Es tankt halt. Jeder hat so seine Stärken. Unser Pferd ist halt ein Tank. Ja, diese Tollkirschen nehmen wir mit. Hier ist ein Friedhof. Ach so. Wir können eigentlich auch beschwören. Ich bin der Meinung, dass wir es können. Vielleicht sollte ich das auch mal probieren. Wir können ja mal gucken. Magie? Haben wir irgendeine Beschwörung? Ich bin nicht so der Beschwörungsfan eigentlich. Weil die Sachen sind eigentlich kurzfristig. Wir hatten was mit Beschwören gesehen, aber ich glaube, wir haben nichts dabei. Nee. Doch, Beschwören. Streitaxt können wir. Eine Streitaxt und Schwert, okay. Aber ansonsten nichts, ne? Magie Licht. Mhm. Kerzenschein. Das ist, glaube ich, ganz gut für die Nacht. Wandelklumpen, Rose, Eis und Silber. Mhm. Müssen wir mal gucken. Feucht. Lautlosigkeit haben wir noch. Funken. Ja, beschwören haben wir nicht wirklich viel. Gut. Ich würde gerne mal sehen, wie sieht das aus, wenn ich so ein Kosten, das ist aber schon Lehrling. Oh. Wow. Gut, wir probieren mal aus, wie die ist, was? Beim nächsten Kampf probieren wir das mal aus. Mal gucken, was ihren Damage macht. Das würde mich schon mal interessieren. Okay. Warum nicht? Kann man machen. So, wir nehmen alles mit. Es ist hier auch keine Entdeckung oder irgendwie sowas. Hallo, armer Schmetterling. Ich will dich doch nur retten. Oh. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Okay. Ich würde gerne die Seele nehmen. Kann ich das machen? Seelenfalle. Jawohl. Sehr schön. Das, so muss es sein. Das ist optimal. Hat nur Müll dabei. Was macht eigentlich das Pferd? Das ist mir so ein Meister. Wir haben genug Dietrich hier, komm her. Oh Gott, das kann jetzt hart werden. Ja, das wird hart werden. Das wird hart. Meister, das ist glaube ich die erste Meistertruhe, die wir haben. Die wird ein paar Dietrich hier kosten. Oh, fast gehabt. Aber das ist okay. Boah, die brechen echt übel ab. Okay, da müssen wir ein bisschen taktisch rangehen. So vielleicht. Oh, das ist ja richtig mies. Das hat einen Millimeter gefehlt. Jetzt Konzentration, Zellron. Konzentration. Wow, okay. Sehr schön. Schlossknacken verbessert. Den nehmen wir natürlich mit. Was für Wert? Das okay, das ist, nehmen wir mit. Gold sowieso, das können wir auch nochmal mitnehmen. Das, wir nehmen es auch mit. Und, wir nehmen es mit. Ich würde sagen, es hat sich gelohnt, hierher zu kommen. Aber ich glaube, mehr gibt es hier auch nicht, ne? Das war, glaube ich, alles. Also unser Pferd ist ja mega, ne? Also unser Pferd geht da voll in die Offensive. Kennt da keine Angst. Das sagt sich auch. Ja, was soll ich da rumstehen und zugucken? Lass mich doch mitmachen. Also ist schon ein bisschen crazy für ein Pferd. Aber gut. Jedem das Seine, sage ich immer.
so richtig schlau werde ich hieraus nicht. Ich dachte, vielleicht ist hier irgendwas, aber es sieht jetzt nicht so aus. Na gut, dann können wir weiter. Aua. Ah, mein Knöchel. Gut, aber das hat sich echt gelohnt, hierher zu kommen. Definitiv. Danke für den Daumen hoch. So, und wir wollten dahin, ne? Also folgen wir hier mal diesem Weg. Oh, da sind Melonen. Und ich glaube, ich wollte in dieser Höhle, ne? Die habe ich erkoren. Ich wollte gerade sagen, keine Angst vor uns. Ist ja was völlig Neues. Wie schwer sind wir eigentlich? Naja, gut, das geht ja noch. Ach so, ich dachte, hier ist eine Höhle. Hier ist ja gar nichts. Das ist ja, das ist ja gar nichts hier. Ich dachte, hier wäre eine Höhle oder irgendwie sowas. Aber im Endeffekt ist hier gar nichts. Hallo? Ja, das nehme ich mit. Dann hat es sich doch gelohnt. So, Erze sind immer gut. Sehr schön. Naja, da hat es sich ja doch ein bisschen zumindest gelohnt. Aber ansonsten ist hier wirklich gar nichts. Da wäre Mammut, das brauchen wir jetzt aber auch nicht. Da ist Stonehenge, wir können ja mal gucken. Das Pferd lassen wir mal hier. Lass das Pferd in Ruhe. Da. Wir sollten vielleicht mal zwischenspeichern. Oh. Okay. Klack, 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 meine die Tastatur. Ist das eine dieser alten Ruinen? Na, ja, das werden wir jetzt rausfinden. Hängemoos. Was ist bloß los? Hier ist überall Hängemoos. Ja, hat sich gelohnt, können wir gehen. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, wir schauen mal, was ist hier. Kommen wir hier rein? Oh, wir kommen hier rein. Ich bin mal sehr neugierig. Wir gehen mal leise. Wir könnten sogar mal was versuchen. Wir haben doch diesen lautlosen. Warum proben wir das nicht? Ich meine, dafür haben wir das doch. Lasst es uns doch einfach verwenden. Lydia, was hältst du denn davon? Ich glaube, mit den lautlos, das war jetzt nicht das Allergeilste. Was könnten wir machen? Kampfschrei, habe ich noch nie. Ziele fliehen für 30 Sekunden, habe ich noch nie verwendet, ne? Seelenfalle, das könnten wir jetzt eigentlich auch gut gebrauchen, aber wir könnten auch erstmal Damage austeilen. Ich bin mir nicht so sicher, was besser ist. Ich bin mir nicht so sicher. Wir machen mal das. So, und jetzt sollte ich eins machen. Ich will nämlich Seelen verlangen. Ich hoffe, wir kriegen da noch genug hin. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Lydia, bitte, lass dir Zeit. Ich weiß gar nicht, ob wir den jetzt haben oder nicht haben. Wir haben ihn. Sehr schön. Ist ja nicht so unwichtig. Müll. Ja, können wir mitnehmen. Nehmen wir mit. Wie sieht's denn bei den anderen aus?
Wir könnten ja theoretisch gesehen... Umwandeln brauchen wir nicht. Wo waren das? Wie hieß denn das gerade nochmal? Lautlos. Das könnten wir ja ein bisschen öfter mal nehmen, um das zu skillen sozusagen. Ah, so. Gab es hier nicht drei? Und das ist der dritte. Okay. Aber das hat nichts geholfen, ne? Dieses Lautlos hat nichts geholfen. Wahrscheinlich einfach, weil die hier getriggert sind. Ja, zweihändig verbessert. Nehmen wir natürlich mit. Ja, und Illusion verbessert. Wir skillen alles hoch. Die Zauber sollten wir halt häufiger verwenden. War es das? Das war jetzt die Höhle. Darum. Es ging die ganze Zeit nur um die Truhe. Gut. Ja, hat sich das jetzt gelohnt? Man weiß es nicht. Ja, schaut mal. Wir verbessern das und verbessern das. Es wundert mich, dass Schleichen sich nicht mehr verbessert. Ich würde gerne mal wissen, Fähigkeiten. Was ist denn mit den Schleichen los, dass das da gar nicht mehr raufgeht? Schleichen 34. Heimtücke, das sollten wir auf jeden Fall versuchen, auch mal mitzunehmen. Ja, mehr gibt's hier nicht. Das war's. Gut. Auch wenn wir es nicht brauchen, es hilft zum Skillen, ne? Ganz klar. Ansonsten ist hier auch nichts. Na gut, ich glaube, Schleichen lohnt sich gar nicht mehr zu nehmen, aus irgendeinem Grund. Oh. Gut. Oh, es wird dunkel. War jetzt nicht so spektakulär. Leuchtet's da hinten? Da leuchtet's, da leuchtet's. Wir haben Nierenwurz. Hier haben wir Erz. Das haben wir vorhin übersehen. Aua. Oh, das geht sogar. Und den Nierenwurz holen wir auch. Ja, wir brauchen für Alchemie. Und mittlerweile weiß ich, wir brauchen es auch für eine Quest. Und, oh, die Schuhe, schaut mal. Also, das ist auch interessant. Eisen. Also für die Quest schon alleine sehr, sehr wichtig. So, da hinten leuchtet's. Aber hier vorne war halt auch... Die Nacht ist super für sowas. Für eine Nierenwurzsuche. Denn da, guck mal, da leuchtet's, da leuchtet das auch ein Riese. Hier haben wir auch ein bisschen Überblick. Weil, dann sind wir nämlich mit der Quest 20 Stück brauchen wir. Das habe ich beim lieben Gronkh gesehen, der ja auch spielt und der kommt auch nicht so richtig voran. Ah, das war ein Schlag. Das ist natürlich schlecht für ihn gelaufen. So, und wir haben mittlerweile, wie gesagt, wir brauchen 20. Und wenn wir jetzt hier mal gucken, Alchemie, Nierenwurz 4. Aber wir haben zu Hause auch noch welche, also keine Sorge. Es ist genug da. Ja, und wir skillen und skillen und skillen. Das Erz habe ich ja nicht bekommen, ne? Das war das, was ich ging, oder? Habe ich das übersehen? Nö, das habe ich übersehen. Gold. Wie kann das denn bitte passieren? Das ist mir ein Rätsel. Wie kann ich Gold nur übersehen? Also gerade die Nacht, wie gesagt, wenn ihr Erze farmen wollt, wenn ihr so Nierenwurz oder diese anderen Glockenblumen da haben wollt, die nachts leuchten, dann geht auch nachts. Gerade diese leuchtenden Sachen sieht man echt super. Hier vorne war noch was und dann stellt man sich auf irgendeiner Erhöhung. Das muss auch gar nicht so hoch sein, man sieht es. Was ist da denn los? Was ist da denn los? Ja, auf jeden Fall sieht man, hier ist schon was, seht ihr? Und das meine ich. Wir gehen da gleich mal hin. Das wird bestimmt ein Kampf werden. Das macht nichts. So ein Nierenwurz. Und dann gehen wir hier mal hin. Und weil hier auch der Riese ist, passen wir ein bisschen auf. Die greifen die Mammuts an. Das ist cool.
das ist wirklich cool, denn jetzt könnten wir nicht Licht Seelenfalle machen aus Mammut. Eigentlich müssen wir nur warten, bis es erlegt wird. Okay, wir helfen mit. Okay, dann kommt der Riese auch noch. Okay, die gehören zum... Die gehören zum Riesen scheinbar. Okay, das werden wir nicht überleben. Okay, das ist zu krass. Das ist eine Nummer zu hoch. Okay. Ich war nur neugierig, aber da machen die echt wenig Schaden. Ich frage mich dennoch, ob es Sinn macht, dahin zu gehen. Oder soll ich mich da raushalten? Oh mein Gott. Ich bin mir nicht so sicher, ob das das Richtige ist, was die da tun. Ich würde aber sagen... Was leuchtet denn da? Erstmal... Danke fürs Vorbeikommen. Oh, Glühwürmchen. Okay, also die haben echt nicht lang überlebt. Sind das Leichen? Gibt es hier irgendwo Leichen? Aha. Wir nehmen es mal mit. Ich bin mir sicher, das war nicht das Schlauste, hierher zu gehen für die. Und sich mit einem Riesen anzulegen. Wir holen uns das Glühwürmchen und wir müssen das Pferdchen auch im Auge behalten. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das ist, wenn wir das komplett aus den Augen verlieren, ob das denn wieder irgendwo zu uns hinkommt. Ich weiß ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, wo ich stehen lassen habe. Da fängt es ja schon an. Ist das unser Pferd? Nein, das ist nicht unser Pferd. Ich würde es ungern hier alleine draußen lassen. Wo habe ich unser Pferd gelassen? Da ist der Ascherhaufen, den haben wir gesehen. Haben wir noch? Haben wir noch? Haben wir das vor der Höhle gelassen? Wahrscheinlich, ne? Das wäre ziemlich cool. Da ist es, Gott sei Dank. Das wäre jetzt aus der Sucherei geworden. Das Würmchen holen wir uns hier noch. Ich glaube, der lockt auch Schmetterlinge an. Kann das sein? Ich meine, ich sag nicht nein. Wo ist denn der? Da ist was. Kriegen wir das oder ist das wieder so verbaut? Man weiß es nicht. Eisen kriegen wir mit. Super. Ja, im Livestream heute ist im Verhältnis zum letzten Mal gar nichts los. Ich glaube, die Ankündigung von einem Tag, circa 24 Stunden, ist wohl einfach zu kurz. Oder es liegt daran, dass es ein Wochentag ist. Das kann natürlich auch sein. Ja, schade, schade. Die Frage ist, wie lange ich denn noch streame, weil ich könnte es natürlich auch als Let's Play einfach weiter aufnehmen. Macht jetzt ja nicht Sinn, hier zwangsweise zu streamen. Wir müssten theoretisch gesehen dahin. Wir könnten aber auch einfach mal nach Ruhigstadt gehen. Wäre ehrlich gesagt auch mal angebracht. Ich weiß nur nicht, ob ich das nachts will. Wir könnten hier mal durchreiten. Wir machen mal, da will ich die Markierung haben. Und wir gehen mal Querfeld ein. Das ist ziemlich krass in der Nacht. Aber das ist okay. Und dann werden wir noch mehr Questen haben. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich.
noch mehr Abwechslung und noch mehr Sachen, die wir nicht fertig kriegen. Aber es wird ja Gott sei Dank nicht schlecht. Also von dem her ist da ja alles entspannt. Und wie gesagt, dann gehen wir mal so querfeld ein. Dinge, die man sonst nicht sieht, sieht man hier vielleicht mal. Und ansonsten halten wir uns hier an den Wegen. Ich würde mal sagen, die Glühwürmchen hole ich. Die sind hier nur nachts. Ja, das ist nicht so häufig, dass wir nachts unterwegs sind. Weil da natürlich die Sicht nicht die beste ist. Boah, es fährt da hinten. Das ist schon so weit weg. Man denkt immer, es muss ja alles um die Ecke sein. Was ist das da hinten am Wasser eigentlich? Das ist ein Wasserfall, ne? Das ist ein Wasserfall. Alles gut. Und wir gucken mal hier, was wir hier so finden. Momentan nicht viel. Nochmal eine Menge Glühwürmchen. Es tut mir leid, ich muss absteigen. Das wisst ihr. Einfach nur, weil... Naja, für die Forschung sozusagen. Und ich weiß, die heißen hier nicht Glühwürmchen. Ich nenne sie so, weil sie so aussehen. Ja, wir tun dir nichts. Also das hole ich da jetzt nicht extra. Eigentlich auch voll cool, so im Wasser reiten, ne? Das Pferd kämpfen müssen. Aber kein Nierenwurz. Hat man ja sonst auch am Wasser. Ja, das Erz. Komm, das holen wir uns. Okay, komm her. Komm hierher. Unser Akro-Pferd. Ich habe unser Pferd aus Versehen geschlagen. Es tut mir leid. So, und dann gehen wir hier kurz hin, holen das Eisen oder was auch immer das ist. Und dann gehen wir mal zu den Glühwürmchen. Es wundert mich, dass hier halt, wie gesagt, die Nierenwurzeln nicht wachsen. Denn die hätten wir ja auch gut gebrauchen können. Sehr schön. Zack. So, Eisen nehmen wir mit. Das ist gut. Wie gesagt, hier sind so viele Glühwürmchen. Ah. Ich verstehe. Das war dumm, weil... Das war lautlos. Ich wollte ja das machen eigentlich. Naja, jetzt ist er tot. Mr. Krabs ist von uns gegangen. Kann passieren. Oh, hier sind auch diese Mücken. Die sind auch gut. Die können wir auch mal mitnehmen. Für die Forschung. Ihr versteht das schon. Hallo. Aha, was macht der Alchemist hier? Warum sonnt er sich mitten in der Nacht hier? Oh, eine Tollkirsche. Nehmen wir mal mit. Braucht er nicht mehr. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die braucht er nicht mehr. Was ist das? Was? Alter, ich habe einen Schrei rausgerufen, ne? Ich habe mich aber auch erschrocken. Ja, die hole ich jetzt nicht unbedingt. Das passt schon. Wir schauen uns hier mal um. Wir kennen das hier alles noch gar nicht. Aber hier ist jetzt auch nichts. Oh, Riese, wir sollten aufpassen. Dann gehen wir zurück zu unserem Pferd, was da ziemlich weit hinten steht. Den Riesen könnten wir theoretisch gesehen erlegen, aber praktisch gesehen muss das auch nicht sein. Wir können ja auch mal ein bisschen friedlicher sein, nicht?
Da. Ich wollte gerade sagen, wo ist das Pferd?